Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele. Dieser Satz stammt von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem der großen Gründerväter des Genossenschaftswesens. Und dieser Satz bringt das Wesen der Genossenschaft auch heute noch treffend auf den Punkt. Genossenschaften haben in Deutschland eine lange Tradition. Volksbanken und Wohnungsbaugenossenschaften sind bis heute weit verbreitet bei uns. Trotzdem schien die Idee der Genossenschaften bislang ein Auslaufmodell zu sein. Ende der 90er Jahre war ein Jahr mit 30 Neugründungen schon ein gutes Jahr. Mit der Energiewende hat sich dann das Blatt aber gewendet. Genossenschaften sind damals geradezu wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Menschen haben sich zusammengetan, um selbst Energieproduzenten zu werden. Inzwischen hat sich die Zahl der Neugründungen von Genossenschaften bei etwa 200 pro Jahr stabilisiert. Die Neugründungswelle im Energiebereich ist abgeebbt. Dafür gibt es aber im Dienstleistungssektor neuen Aufwind. Die Genossenschaftsszene ist eben sehr vielfältig. In meinem Wahlkreis in Hamburg-Altona gibt es zum Beispiel die Fuchs EG. Sie ist ein gemeinschaftlich betriebener Produktionsort für Kunst, Kultur, Gewerbe und Bildung in einer alten, trutzigen Polizeikaserne, der Viktoria-Kaserne. Das Besondere an Genossenschaften ist, sie dient nicht der Erwirtschaftung von Gewinnen. Sie dienen den wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Zwecken ihrer Mitglieder. Die Haftung der Mitglieder ist auf ihre Einlage beschränkt und ein Mindestkapital ist nicht vorgeschrieben. Es gilt, es wurde schon gesagt, ein Mitglied, eine Stimme. Damit bieten Genossenschaften den idealen Rahmen für Bürgerinnen und Bürger, die gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Und doch wird die Genossenschaft von unternehmerischen Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement regelmäßig gemieden. Den Genossenschaften obblieben nämlich verschiedenste Pflichten. Und die Erfüllung dieser Pflichten kostet Zeit und Geld. Gerade bei kleinen Genossenschaften verkomplizieren sie die Rechtsform unnötig. Die SPD fordert daher schon lange, dass kleine Genossenschaften von den überzogenen Prüfungspflichten befreit werden. 2013 gab es einen ersten Anlauf dafür. Geplant war die Einführung einer Kooperationsgesellschaft im Genossenschaftsrecht. Die sollten von Prüfpflichten und Mitgliedschaften generell befreit sein. Der Gesetzentwurf ist damals gescheitert, der Reformbedarf ist aber geblieben. Das hat auch die umfangreiche Studie zu den Hemmnissen und Potenzialen der Genossenschaften ergeben, auf die Herr Wanderwitz eben auch hingewiesen hat. Die Studie zeigt deutlich, insgesamt herrscht große Zufriedenheit mit der Rechtsform der Genossenschaft. Klar ist aber auch, die Belastungen für kleine Initiativen sind zu hoch. Deswegen freue ich mich, dass wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ganz wesentliche Erleichterungen für Genossenschaften einführen. Das erleichterte Prüfwesen, Herr Wanderwitz, gehört dazu. Und wir Sozialdemokraten haben das Wort vom Bürokratiemonster nicht erfunden. Aber für viele kleine Genossenschaften gilt das, was dort praktiziert wird oder in der Vergangenheit praktiziert worden ist, an den Prüfungsgeschichten, als ein Bürokratiemonster, die richtig davon abhalten, Genossenschaften zu gründen. Im Koalitionsvertrag hatten wir uns vorgenommen, wir werden Genossenschaften die Möglichkeiten der Finanzierung von Investitionen durch Mitgliederdarlehen wieder eröffnen. Und wir haben das umgesetzt. In Zukunft können Genossenschaften ihr Geschäft rechtssicher über Mitglieder finanzieren. Im Koalitionsvertrag hatten wir uns auch zum Ziel gesetzt, wir wollen die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement erleichtern. Bei vielen ehrenamtlichen Initiativen stehen engagierte Bürgerinnen und Bürger vor der Frage, wie sie ihr Engagement auf sicherer Rechtsgrundlage und ohne persönliches Haftungsrisiko organisieren können. Genossenschaften sind zu aufwendig und zu teuer. Vereine wiederum dürfen nur in ganz begrenztem Ausmaß eine wirtschaftliche Betätigung erfolgen. In der SPD haben wir die Lösung für dieses Problem in der prüfungsbefreiten Mini-Genossenschaften gesehen. Wir haben aber auch die Kritik, die einer Mini-Genossenschaft entgegenschlägt, in der letzten Wahlperiode erlebt. Sie hätte uns deswegen nicht ans Ziel gebracht. Ans Ziel wollen wir aber unbedingt kommen. Bürgerschaftliches Engagement leistet nämlich unersetzliche Beiträge für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und meine Damen und Herren, wo bürgerschaftliches Engagement Hürden begegnet, müssen wir sie aus dem Weg räumen. Eine fehlende, unkomplizierte Rechtsform ist so eine Hürde. Solange wir die Mini-Genossenschaften nicht durchsetzen können, gehen wir den Weg über das Vereinsrecht. Der vorliegende Gesetzentwurf wird den Zugang zum wirtschaftlichen Verein erleichtern. Von den Idealvereinen ist uns in der letzten Woche signalisiert worden, dass sie sich im wirtschaftlichen Verein nicht zu Hause fühlen können. Sie verfolgen schließlich vor allem einen ideellen Zweck und keinen Geschäftsbetrieb. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ich glaube trotzdem, dass der wirtschaftliche Verein auch für Sie ein Zuhause sein kann. Der wirtschaftliche Verein verursacht wenig Aufwand und Kosten. Er besitzt die vertrauten Strukturen des eigentragenden Vereins. Ich glaube, der wirtschaftliche Verein ist eine wirkliche Alternative für all jene Vereine, deren wirtschaftliche Betätigung über das Nebenzweckprivileg hinausgeht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Als letzter Redner spricht in dieser Aussprache Dr. Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion. Ja.